Da hängen die Dinger drauf, Erfahrungen, ne? Wo man sammeln muss und wo man einbringen muss. Und jedes Jahr lernt man dazu, selbst einmal noch. Jedes Jahr lernen wir dazu. Wir haben 1996 haben wir auf Demeter diese Obstanlage umgestellt. Einfach aus dem Grund, dass man gesunde Ernährung erzeugen will. Vom Baum in die Flasche. Das ist unser Credo schon seit 1962. Wir haben ungefähr 800 verschiedene Biersorten hier aus Deutschland und eigentlich auch aus der ganzen Welt, was die Besonderheit ist. Zu den 800 kommen noch ca. 150 sogenannte Craft-Biere dazu. Es gibt wirklich keinen Geschmack, den man mit dem Craft-Bier nicht treffen kann. Es gibt für jeden Geschmack das richtige Bier. Ja, wir haben uns hier zum Absolut Whisky Fachmarkt in den letzten Jahren entwickelt. Wir haben verschiedene Vertriebsschienen, die wir unseren Whisky verkaufen über das Internet. Natürlich in erster Linie Getränkemarkt. Und es ist auch nicht üblich, dass man in einem Getränkemarkt 1400 Whiskys findet. Das kommt aufgrund meiner Leidenschaft zum Whisky, weil ein Whisky ist für mich eines der schönsten Getränke, die es auf der Welt gibt. Slunchy. Slunchy, sagt man? Das sagt man, das ist schon dicht. Wenn man Müllgeschmack will, sollte man Single Malt trinken. Und das, wie gesagt, ist bei uns hier absoluter Fachmarkt. Und auch hier die Highlands, wir fangen hier an bei den Lowlands, dann haben wir hier die Halbinsel Campbelltown als eigene Whisky-Region. Dann haben wir die Highlands von A bis Z. Hier im Whisky Guide werden wir hier geführt als eine Top-Adresse in Deutschland.